Ich weiß nicht, ob ihr euch alle noch an Shania Twain erinnern könnt. Diese große Ikone des Country-Pop. Die hatte vor ein paar Jahren ja einige Riesenhits, sowas wie Ka-Ching und That Don't Impress Me Much und so weiter. Die Musik war immer so, aber die Frau war so, Ja, und auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, da war Shania Twain eingeladen bei RTL zum Dominotag. Ne? Dominotag kennt ihr alle, einmal im Jahr, viele Millionen Dominosteine fallen um, alle freuen sich wie bescheuert, das ist echtes Qualitätsfernsehen. Und Shania Twain hatte die Ehre, durfte den ersten Dominostein umwerfen, nur leider blieb dann nach ein paar Sekunden diese ganze Kette stehen. Die ganze Veranstaltung war damit quasi hinfällig. Und dann sah man im Bild den Chef von den Typen, die die Dominosteine aufgebaut hatten. Der hat sich tierisch geärgert, wild gestikuliert und er hat keinen Zweifel dran gelassen, dass Shania Twain diesen ersten Stein ja auch echt beschissen umgeworfen hat. Ja, es war sehr elegant, wie er da den Kelch an Shania weitergereicht hat und deswegen als Hommage dieses Lied. In der Natur des Menschen gibt es offenbar ein Element, das dazu führt, dass keiner sich zu seiner eigenen Schuld bekennt. Wird jemand vorgeworfen, schuld an irgendwas zu sein, dann fallen demjenigen meist mehrere Ausreden ein. Wenn irgendetwas schief läuft, steht man erstmal unter Schock und gleich darauf sucht man sich eben einen Sündenbock. Die Schuld am Brand von Rom, die gab man damals schnell den Christen. Im Kalten Krieg, da waren die Bösen stets die Kommunisten. Deutschland wurde seinerzeit von der Armeeführung verraten. Natürlich gibt es da ja auch noch die Illuminaten. Für mich ergibt das plötzlich alles einen neuen Sinn. Ich schieb die Schuld stets in die Stiefel einer Country-Sängerin. Auweia, auweia, dumm gelaufen für Shania, doch ich kann dabei leider nichts dafür. Auweia, auweia, fuck, shit, Shania, beschwer dich nicht bei mir, sondern bei ihr. Es war beim Dominotag vor gar nicht allzu langer Zeit. Über 4 Millionen Steine standen sorgsam aufgereiht. RTL jagte mal wieder einen Domino-Rekord. In jenem Jahr, da war Shania Twain als Stargast dort. Geplant war, dass sie erst ihren aktuellen Smash-Hit singt und dann den ersten Stein umwirft, was irgendwie recht simpel klingt. Doch Shania hat dann im entscheidenden Moment versagt. Ob sie wirklich daran schuld war, danach hat keiner gefragt. Vielleicht war es pure Absicht, vielleicht auch ein Versehen. Jedenfalls blieb nach 390 Stück die Kette stehen. Ganz Europa starrte wie gelähmt auf dieses Resultat. Doch der Domino-Chef hatte prompt eine Ausrede parat. Auweia, auweia, so eine Scheiße hier, Shania, so blöd kann man doch eigentlich nicht sein. Auweia, auweia, fuck, shit, Shania, so wirft man ihn auch nicht den ersten Stein. Danach war alles klar, Shania ist von Grund auf böse. Die Hölle schickte uns diese kanadische Chanteuse. Durch die stets alles missglückt, sie ist des Teufels rechte Hand. Im Mittelalter hätte man sie kurzerhand verbrannt. Shania war entlarvt und galt danach als vogelfrei. Drum wundert es auch nicht, ihre Karriere war vorbei. Ich selbst bin seit dem Tag nie um eine Ausrede verlegen. Wirft mir jemand etwas vor, halte ich sogleich dagegen. Lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, geh mir hier nicht auf die Eier. Da kann ich nichts dafür, das war doch wieder mal Shania. Laut Murphy's Law geht alles schief, was nur schief gehen kann. Und Shania Twain ist fast immer die Schuldige daran. Auweia, auweia, du dumme Sau, Shania, das hat sie sich ja prima ausgedacht. Auweia, auweia, fuck, shit, Shania, keine Ahnung, was weiß ich, wie sie das macht. Ohne Shania wäre unsere Welt ganz sicher viel gerechter. Doch durch Shania Twain wird alles immer nur noch schlechter. Das Abschmelzen der Pole, der Terror im Irak, alles das begann vor Jahren mit dem Dominotag. Der Terror im Irak. Auweia, Shania. Der Terror im Irak. So ne Scheiße, Shania. Der Terror im Irak. Ja, du dumme Sau, Shania. Der Terror im Irak. Ach, jetzt leck mich, Shania. Der Terror im Irak. Auweia, Shania. Der Terror im Irak. Oh, fuck shit, Shania. Der Terror im Irak. So ne Scheiße, Shania. Der Terror im Irak. Vielen Dank.